Hola und frohe Weihnachten an euch da draußen. Wir hoffen, ihr hattet gestern einen schönen 24.12. Aktuell stehen wir hier bei Almería und hinter mir ist dieses große, fette Plastikmeer aus Gewächshäusern. Das ist richtig krass. Sieht man auch bei den Drohnenaufnahmen ziemlich gut. Man sieht es auch, wenn man bei Google Maps bei Almería ranzoomt. Braucht man gar nicht so nah ranzoomen. Da sieht man dieses riesengroße Plastikmeer. Alles voller Gewächshäuser. Und das ist hier eine ziemlich trockene Gegend. Deswegen finde ich das schon ganz schön krass, dass hier so viele Gewächshäuser sind. Ich meine, die verbrauchen zwar weniger Wasser, aber es ist trotzdem, schaut mal, riesengroß. Kuckuck, ihr Lieben. Hallo. 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 Darf ich nicht aufs Bettchen? Stört dich das, dass ich da meine Hand habe? Ihr Bett jetzt. Ja, ist ihr Bett. Ich habe heute früh im Bett geschlafen. Okay, Friends, abwaschen und los geht's, oder? Los, ja. Sollen wir vorfahren? Ja. Sind wir startklar? Ja. Uns mal das schönste Dorf Andalusiens an, oder? Voll schön hier, oder? Ja, richtig schön. Und dann auch noch bei dem schönen Wetter. Aber es ist schön. Ist schon richtig schön, ja. Das findet sie auch immer sofort. Ich muss kurz meine Hände irgendwo abwaschen. An der Hose. Ja, wo denn sonst? Ja. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt in so ein Café del Mirador mit so einer schönen Aussicht hier hinten. Die schönste Aussicht seid aber immer noch hier. Oh, guck mal, wie lieb die sind. Ja, danke. uns erinnert das hier total an Griechenland, an diese weißen Städte. Und du hast irgendwie gesagt, André, an die Santorin, ne? Mhm. Ja. Nicht, als wären wir da schon mal gewesen. Also, wollte ich gerade fragen. Nein, nein. Man sieht ja immer genug Bilder im Internet. Man weiß schon, wie es aussieht. Man braucht da gar nicht hin. Und jetzt gibt es hier zwei frische O-Säfte und für die Coffeeheads hier zwei schwarze Kaffees. Und dann genießen wir mal weiter hier die Aussicht. Zack, wir sind da. Und ach Gott, wie süß du läufst. Wie so ein kleines Kanickel. Hallo. Und Schatz, hast du gute Laune wieder? Ja. Ja, Melli hatte nämlich gerade schlechte Laune, weil Google uns dreimal falsch geschickt hat. Aber als sie gehört hat, dass es Laura und André auch passiert ist, da fand sie es dann wieder ganz lustig. Ja. Jetzt werde ich gefilmt und filme Melli, wie sie mich filmt. Auf jeden Fall ist das hier ein richtig schöner Ort. Wir machen es uns jetzt hier gemütlich. Genießen die Aussicht. Morgen geht die Sonne dann da auf. Und ja, das sieht doch schön aus hier. Ja, nicht weiter. In Sichtnähe, bitte. An dieser Stelle erstmal ein Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos. Und das ist Endel. Endel ist eine Schlaf- und Achtsamkeits-App und hilft mir dabei, mich beim Arbeiten besser zu konzentrieren.
Weil ich weniger abgelenkt bin, kann ich effizienter arbeiten und Ideen, die mir beim Schneiden kommen, besser umsetzen. Die ersten 100 Personen, die Endel herunterladen, erhalten eine kostenlose Woche voller Audioerlebnisse. Danach kann man entweder eine kostenpflichtige oder auch kostenlose Version von Endel nutzen. Die App funktioniert ganz einfach und intuitiv. Zuerst kann man ein paar Fragen beantworten und persönliche Ziele eingeben und dann kann es schon direkt losgehen. Auch fürs Einschlafen oder Entspannen hat die App die passenden Klanglandschaften parat. Die App arbeitet KI-gestützt und passt sich in Echtzeit an persönliche Daten wie Wetter, Herzfrequenz und Standort an. Ich persönlich mag es ja total. Mich in letzter Zeit habe ich mich so richtig reingefuchst in das Thema Sound. Wir haben uns auch ein neues Mikrofon bestellt und bei uns sind die Soundleisten im Video sehr, sehr stark angewachsen. Das heißt, ja, ich lege da einen sehr großen Wert drauf, dass ja, man halt auch bei uns in den Videos ein schönes Sound- und Klangerlebnis hat. Und falls ihr die App auch ausprobieren wollt und Endel nutzen wollt, dann findet ihr alle weiteren Infos weiter unten in der Videobeschreibung. Komm her. Guck mal. Oh, oh, da kommt die Sonne raus. Was für ein wunderschöner Start in den Tag. Erstmal Kaffee getrunken, Sonnenaufgang angeguckt und jetzt sind wir hier direkt draußen spazieren. Wir hatten auch eine richtig ruhige Nacht, obwohl wir so am Straßenrand stehen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil die Straße gar nicht befahren ist. Und ja, mit uns stehen auch ein paar andere Camper hier verteilt am Straßenrand und es war richtig schön ruhig. Wir hatten noch nicht mal die Standheizung an, es war also auch warm. Ja, und jetzt sind wir hier mal ein bisschen Nuße auspowern. Und dann fahren wir weiter Richtung Malaga. Da hat Laura nämlich so ein Schloss gefunden. Ich finde, das sieht aus wie Schloss Neuschwanstein auf den Fotos. Aber das ist wohl sehr neu, so ungefähr 30 bis 40 Jahre erst alt. Und das ist in der Nähe von Malaga, das wollen wir uns angucken. Die Stadt allerdings nicht, die werden wir skippen. Und wir sind unterwegs Richtung Barbate. Da ist unsere Unterkunft über Weihnachten. Das werden wir leider nicht mit Laura und André feiern. Die verbringen Weihnachten im Nachbardorf. Einer Unterkunft, aber wir werden uns da sicherlich über den Weg laufen und ja, deswegen sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Wir wollen dann nämlich morgen sein und uns mit anderen treffen, mit Janis, Maya, Hanna und Tim, die kennt ihr sicherlich aus unseren Fuerte-Videos, mit denen haben wir dann eine Unterkunft und die fahren alle irgendwann mal nach Marokko, also alle gehen dieses Jahr nach Marokko, die wir kennen, nur wir nicht und wir haben ganz viel Zeit für Andalusien und dann schauen wir uns auch nochmal so Städte wie Malaga, Ronda und all die anderen schönen Städte an. Also wenn ihr Tipps habt für Andalusien, falls ihr hier schon mal einen Winter verbracht habt und sagt, das müsst ihr unbedingt sehen oder da sind schöne Naturschauspiele, die wir uns anschauen sollten, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und ich gehe derweil einfach mal mit Nusa weiter Gassi. Hallo. Hallo. Gibt's Frühstück? Noch nicht. Bin ich zu früh? Ja, ich mache erstmal das Bett und dann bereite ich das vor. Guck mal, wie Musa da hinten rumläuft. Ey, die ist ja ganz schön weit. Ja, weil da war auch ein Hund. Hallo. Komm mal her. Nusa. Hier. Guck dir das mal an, wie sie hört. Ja, guck dir das mal an. Hallo. Hier. Oh! Oh! Wow. Das ist was Leckeres, ne? Oh! Mmh, ist der Hunger groß. Melli, komm, es geht los, es geht los, es geht los! Ich hole mal das Kissen. Hier. Kannst du dich doch schön hinlegen. Auf geht's! Okay. So, wir gehen jetzt rein.
rein und Hunde sind zum Glück erlaubt. Ja, es ist eine sehr märchenhafte, schlossähnliche Architektur. Ist gar nicht so groß, also man hat jetzt hier 3 Euro Eintritt gezahlt und ist wie so ein ganz kleiner Park. Ist auf jeden Fall ganz süß gemacht. Es gibt auch so einen Reiseführer. Jeder Bauabschnitt hat irgendwie auch gewisse, na, ist jemandem gewisses gewidmet, wie zum Beispiel den Seefahrerleuten oder eben halt auch der Familie der Seefahrerleute, die dann halt auf die warten mussten. Und ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn man hier in der Nähe ist. Schon auch eine schöne Kulisse. Man kann hier auch, wenn man dann ein bisschen außerhalb vom Schloss ist, man kann da zwar leider nicht rein, aber man kann außerhalb auf so eine Terrasse laufen, hat auch einen wunderschönen Ausblick auf Malaga und auf die Umgebung außenrum. Da wollen wir jetzt mal hin und uns das mal anschauen. Jetzt 50 Minuten. Und Musa bleibt hinten auf dem Bett? Ich glaube. Mal gucken. Wir sind angekommen auf unserem Stellplatz in der Nähe von Benahavis und hoffentlich spreche ich das auch wieder richtig aus, wahrscheinlich nicht. Aber es ist, der Stellplatz ist nah an der Straße, aber es ist wenig los, denke ich mal. Das ist keine vielbefahrene Straße. Bis jetzt kam nämlich noch kein Auto vorbei und es ist auch so ein bisschen abseits. Es ist ein schöner Ort hier. Wir warten noch auf Lauch und André. Die sind nämlich irgendwie vorgefahren und dann haben wir uns verloren. Weil ich glaube, wir sind Mautstraße gefahren und die nicht. Irgendwie. Und jetzt machen wir uns beide mal einen Kaffee. Warten auf die 2 und dann gucken wir uns morgen das kleine Dörfchen an. Und jetzt haben wir noch 150 Kilometer bis an die Westküste von Spanien. Bis unten in der Nähe von Cadiz ist das. Und das werden wir dann morgen nachdem wir das Dorf besichtigt haben, werden wir die Strecke machen. Ja, wer bist du denn? Hey, du bist mit dem falschen Hund zurückgekommen. Musa. Ah, das ist doch der richtige Hund, den du jetzt mitgebracht hast. Ja. Super, Kaffee ist auch gleich fertig. Super. Kuckuck. Boah, man sieht uns gar nicht, oder? Warte. Ja. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Dann schöne Weihnachten euch. Euch auch. Wenn wir uns nicht vorher nochmal zufällig sehen. Ja, vielleicht, wir sind ja nicht weit entfernt voneinander. Vielleicht sehen wir uns ja am Strand beim Spazieren oder so. Ja, auf jeden Fall schön. Okay, so, wo müssen wir hin? Peace. Tschüss. Tschüss.
So, und dann sind wir wieder alleine. War auf jeden Fall richtig schön mit den beiden. Ja, aber wir sind ja nicht lange alleine, ne? Jetzt geht's gleich weiter. Und, aber ich muss mich jetzt erstmal fertig machen. Ich habe mir noch nicht mal die Zähne geputzt. Wir haben jetzt auch gerade Kaffee getrunken und wir putzen unsere Zähne nach dem Kaffee trinken. Wie macht ihr das denn? Putzt ihr gleich morgens nach Aufstehen die Zähne oder erst nach dem Kaffee trinken? Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja. Oh. Ups, abgesoffen. Jo, wir sind angekommen. Richtig süß hier, schönes kleines Dörfchen. Und Nusa hat natürlich mal direkt jetzt hier auf den Marktplatz sozusagen gekackt, ne? Direkt am Restaurant vorne dran. Da sitzen Leute und essen. Und sie kackt da genau hin. Ey. Und wir laufen schon ein paar Meter und genau dahin kackt sie dann. Ja. Ups, naja, haben wir gut weggemacht. Und aber meinst du, sie findet es dann scheiße? Nee, oder? Meinst du? Also ich finde es aber schön, ja, weil Nusa scheint es hier vielleicht nicht so zu gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, aber wir sind nicht da, wo wir hin wollten. Ach so, nee, da sind wir nicht. Wir sind nicht so weit gefahren. Es war jetzt schon zu spät heute. Wir haben wieder einfach für alles zu lang gebraucht. Aber ist ja nichts Neues. Und wir fahren dann einfach morgen früh zu den anderen weiter. Genau. Aber müssen wir nicht mehr so viel fahren, vielleicht noch ein Stündchen. Und jetzt haben wir hier eigentlich was ganz Nettes gefunden für die Nacht. Ja, mit Blick auf einen Hügel. Was nach Gibraltar aussieht. Das sieht aus, als wäre das der Hügel von Gibraltar. Ja. Na gut, mit diesem Ausblick. Gute Nacht, bis morgen. Okay, Checkliste haben wir bestanden. Ja. Bist du fahrtüchtig? Ja. Freust dich auch schon auf die anderen, gell? Ja, richtig. Deswegen bin ich endlich los! Okay, dann schmeiß die Kiste an. Jo, und let's go. Okay. Warte, ich setze mich auch noch. Ich muss mich auch noch setzen. Lucy Maus, hallo Schatz! Die kommt immer erst nach vorne, wenn das Auto läuft, ne? So, wir sind angekommen am Stellplatz für heute und auch bei den anderen. Melli macht uns jetzt einen schönen Kaffee. Und ja, aber die anderen sind gerade schon surfen gegangen und haben uns aber freundlicherweise ein Paket noch von der Post abgeholt. Guck mal, was da alles drin ist. Ein Weihnachtspaket. Oh Mann, ey. Jetzt vermisse ich die Familie doch schon ganz schön dolle. Obwohl, bist du eigentlich in Weihnachtsstimmung? Nein, ich stehe hier mit Trägerbeteil, mache Kaffee, also ich bin nicht mehr in Osterstimmung. Und da drüben steht jetzt eigentlich nur noch der Tim. Ja, denn der wollte nämlich nicht surfen gehen. Ja, da hinten ist er. Hallo Tim. Na du? Hallo! Na, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Beziehungsweise, du bist ja der Einzige gerade.
Ja, was sagst du dazu? Hm? Kannst du nachher nochmal mitspielen mit Nusa? Ja. Ja, falls ihr Simon Hanna noch nicht kennt, dann schaut doch mal in die Room Tour. In die. ist lecker, ha? Huh? Ist das interessant? Ja, wir haben nämlich eine Roomtour gemacht mit den ganzen Vans, wo wir auf Fuerteventura waren. Verlinke ich euch mal, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ich war ja auch quasi der Moderator von dem 10.000 Spiel. Korrekt, das ja. Das waren Zeiten, ne? Das waren lustige Zeiten. Und da haben wir auch meinen Geburtstag gefeiert an dem Stellplatz mit 25 Leuten. Auch genau. Das waren lustige Zeiten. Das war echt sehr schön. Und wir haben auch das perfekte Van-Dinner gedreht. Auch das haben wir gemacht. Auch das haben wir gemacht. Und jetzt sehe ich gerade, dass mein Hund fast auf die Straße läuft. Ja. Jetzt hole ich sie mal zurück und dann machen wir uns einen Kaffee. Ja, und dann habe ich noch was für euch. Nusa, nimmst du noch die Leckerli-Tasche mit? Habe ich dabei. Nusa, komm. Ganz schön laut hier vom Meeresrauschen, aber es ist ja ein schönes Geräusch. Ja, das schicken wir euch an Weihnachten mal rüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über eine Reaktion. Und auch vielen, vielen Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die uns das ganze Jahr über schon begleiten. Für uns haben wir eine wichtige Marke geknackt, die 10.000er Marke. Das ist schon ein cooles Ding. Ja, richtig schön. Aber wir freuen uns über jeden Einzelnen, der ja, sich an unseren Videos erfreut und der Spaß damit hat. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und sehen uns nächstes Jahr wieder. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Ah, sie kackt. Ah, sie kackt. Nee, sie kackt da richtig lange. Jetzt ist sie fertig. Okay. Ja, wir mal aufsammeln. Dann lassen wir die mal. Lass uns die mal holen.